Ja. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu meiner Meinung zum Spiel 1. FC Heidenheim gegen den 1. FC Köln. Alle wollen mit. Hier wird nicht resigniert. Alle in Rot. Alle fahren mit dabei. Alle hängt sie raus an die Häuser, an die Autos. Überall soll der 1. FC Köln da sein. Überall soll zu sehen sein, dass wir Gas geben wollen, dass wir es schaffen wollen, dieses Wunder. Relegation noch zu schaffen gegen Fortuna Düsseldorf. Viele sind mitgereist nach Heidenheim. Viele wollten, das ist richtig. Und dann geht dieses Spiel in Heidenheim los. Und dann denkst du dir, okay, Heidenheim macht erstmal das Spiel. Köln wartet erstmal ab. Aber mehr kommt dann auch nicht. Heidenheim ist die bessere Mannschaft, die deutlich bessere Mannschaft in ihrem eigenen Stadion. Und der 1. FC Köln spielt wie eine Kreisliga B-Mannschaft. Und dass ein Jan-Niklas Beste, dass ein Dingschi gut sind, da brauche ich keinen Trainer für sein. Das hätte ich auch sagen können, da brauchst du auch nichts analysieren oder so. Das ist klar. Auch dass die Standards besser sind oder auch gut sind, sagen wir es mal so. Das ist auch klar. Aber deswegen frage ich mich allen Ernstes, warum wir, wenn der Trainer Timo Schulz der Mannschaft gesagt hat, dass die Heidenheimer eine gute, ja, Flankengeber sind oder ne, dass die gute Flanken können, dann frage ich mich, warum wir so viele Eckbälle hergegeben haben, so viele Freistöße provoziert haben und und. Und wie auch teilweise die Tore gefallen sind. Also das 1-0. Okay, abgefälscht, ärgerlich, kann passieren. Ich meine, dass ein Jan-Niklas Beste so viel Platz hat, dass er gefühlt in den 16er reindribbeln kann. Da ist eigentlich schon das Kind in den Brunnen gefallen. Das ist eigentlich schon wieder, wo ich mir denke, hau doch da einmal dazwischen. Aber da wird komplett weggelassen. Also wie gesagt, Fairplay-mäßig sind wir ganz weit oben. Absolut unverständlich. Aber dass der Ball abgefälscht reingeht, das ist ärgerlich. Das ist Pech, das ist schade, das ist unglücklich. Aber dass man dann das Spiel abgibt, und das muss man ganz klar sagen, der 1. FC Köln hat danach nicht irgendwie, auch da fehlt es mir wieder, Florian Kainz, du hast eine Kapitänsbinde an. Aufmuntern, Gas geben, klatschen, Leute anschreien, nix. Das wird einfach nur, dann geht nur so. Scheiß, 1-0 hinten. Ja, toll. Ja, super. Anstatt Gas zu geben, motivieren, Leute anschreien, die zu viel Platz gelassen haben. Zum Beispiel ein Jan Thielmann über rechts. Der Jan-Niklas Beste darf da nie so durchkommen. Zum Beispiel. Aber das bleibt ja nicht dabei. Ein 2-0. Wie viel Platz willst du den Dingschi lassen? Ja? Also, auch da guckt der ganze FC nur zu. So. Und das ist eigentlich 2-0. Und dann ist das Ding auch durch gewesen. Dann kam auch das 3-0. Natürlich, ne? Ja, und beim 3-0, dann war wirklich die Messe hier. Feierabend. Dann hättest du eigentlich auch schon abpfeifen können. Und das war eben auch so dieser Punkt. Beim 1-0 habe ich mich aufgeregt im Stream. Beim 2-0 habe ich mich aufgeregt im Stream. Beim 3-0 auch noch. 4-0 nur noch hingenommen. Oder das war ja dann kurz ein Anschlusstreffer nach der zweiten Halbzeit dann. Oder nach der ersten dann vielmehr. Gab es ja dann noch den Anschlusstreffer. Tigges, ui, macht das Tor. Wahnsinn. Und ja. Und dann kommt eben noch das 4-1 von Jan-Niklas Beste. Ein schönes Tor, kann man nichts sagen. Marvin Schwebe keine Chance. Das ist dann halt einfach auch ein schöner Sonntagsschuss. Aber da gab es auch keine Emotionen mehr wirklich von mir, sondern das war dann einfach nur noch resigniert. Man kann es so sagen. Und mich macht das halt einfach traurig, weil für mich diese Abstiege, ich habe jetzt schon drei hinter mir in meinen 14 Jahren FC-Fan, dreimal abgestiegen, auch eine tolle Quote. Und was mich immer traurig macht, gut, bei 2012 muss ich ehrlicherweise sagen, da war ich noch ein bisschen zu jung für. Ne, aber auch da gab es natürlich bittere, war natürlich auch ein bitterer Abstieg. Aber für mich waren jetzt die zwei letzten Abstiege absolut vermeidbar und irgendwie vorhersehbar. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Weil wenn man mal überlegt, so im letzten Abstieg zum Beispiel, jetzt 2018 zum Beispiel, ne, nach der Europa League. So, da hat man es irgendwie überhaupt nicht verstanden, weil da war es ja so, dass man eigentlich eine gute Kaderqualität hatte mit Bittencourt und. Also da waren ja auch einige gute Spieler, Córdoba. So, das Problem war nur da, ganz klar. Ja, der Córdoba, den man da gekauft hat, hat nicht eingeschlagen und da hast du auch ohne Stürmer die ganze Saison gespielt. Das muss man so sagen. So,
Jetzt war es so, dass du nicht nur keinen Stürmer hattest, du hattest auch keinen Motor in dieser Mannschaft. Das ist wie ein Auto, wenn du ohne Reifen, ohne Motor fährst, dann wunderst du dich, oder sagen wir es mal so, Reifen waren noch da, aber die waren platt. So, das heißt, du bist mit platten Reifen, ohne Motor, bist du irgendwie, hast es versucht, noch über den Strich, über die Ziellinie noch zu fahren und hast es aber am Ende nicht geschafft, sondern wurdest am Ende eben von Mainz, Bochum, Union Berlin überholt. Am Ende bist du doch Vorletzter geworden. Däh. Und ich finde es halt traurig, weil ich habe am Anfang der Saison schon gesagt, oh, ne, Skiri wurde nicht so richtig ersetzt, Hector auch nicht, Stürmer haben wir keinen geholt. Wird schwierig, die Saison. Wird eine harte Saison, das habe ich schon am Anfang der Saison gesagt, dass es eine harte Saison wird. Aber da waren noch alle Kölner Verantwortlichen total zuversichtlich, haben gesagt, hey, wir sind wirklich überzeugt von diesem Kader. Und der Trainer sagt noch, uns muss man erstmal schlagen. Jetzt haben wir 5 Siege geholt, oder 4 Siege, 5 Siege, ich weiß es gar nicht. Aber es war auf jeden Fall grottenschlecht, Leute. Es war auf jeden Fall grottenschlecht. Und das macht mich halt einfach so traurig, dass ein Fan, der FIFA 24 spielt, schon das Gefühl hat, das könnte aber eng werden, als einer, der das beruflich macht. Oder welche, die das beruflich machen. Und das macht mich traurig, dass du mittlerweile das Gefühl hast, wenn du, keine Ahnung, einmal eine Saison FIFA 24 gezockt hast, dann das Gefühl hast, du hast mehr Ahnung als ein Verantwortlicher, der das eigentlich können müsste. Ja, und das ist das Problem. Und meiner Meinung nach, und das ist jetzt meine Meinung, sage ich jetzt hier auch nochmal ganz offiziell, müssten alle, die diesen Abstieg zu verantworten haben, gehen. Alle. Und das ist mir scheißegal, und da sage ich auch gerne Scheiße, weil es war alles nur Scheiße. Ist mir egal, ob wir am Ende nur noch 2 Leute in dem Verein haben. Lieber nur 2 Leute in dem Verein, als dass die Leute, die da jetzt noch sitzen, weitermachen. Weil dann sind wir auch nächste Saison nicht in Liga 2 irgendwie so ein Aufstieg, ganz gefährlich, sondern spielen wir wie Schalke um den Abstieg und müssen aufpassen, dass wir nicht noch in die dritte Liga absteigen. So sieht es nämlich aus. So, also, was heißt es jetzt? Daraus lernen und aufräumen. Und wenn wir am Ende dann 2, 3 Räume im Geißbockheim mehr haben, ja gut, dann kann man die vermieten, keine Ahnung. So, dann kriegt der FC noch ein bisschen mehr Geld. Wir müssen ja sparen, Herr Keller, ne? Können wir ihren Büroraum vermieten. Sie brauchen da ja nicht mehr hin, rein theoretisch. Also, ja, ich habe einfach auch keine... Wie gesagt, viele haben jetzt gedacht, boah, Herr Niklas, der rastet gleich bestimmt richtig aus in dem Video. Der haut hier alles kaputt und gibt richtig Gas. Nee, kann ich nicht mehr. Habe ich keine Kraft mehr zu. Wie gesagt, im Stream, da war ich noch relativ, ja, emotional. Ich meine, ich bin ja jetzt auch emotional, so ist es ja nicht. Bin halt leise emotional. Weil ich einfach keine Kraft mehr habe, mich darüber noch weiter aufzuregen. Weil es nützt am Ende nichts. Dieser Verein ist jetzt abgestiegen, zum 7. Mal der Vereinsgeschichte. Und jetzt gilt es daraus, so wie auch die anderen 6 Male, daraus zu lernen. Und wenn du es nicht tust, ja, dann steigst du halt immer wieder auf und ab, auf und ab. Wenn du immer wieder daraus nicht lernst und wenn du dir jedes Mal die falschen Leute in den Verein holst, dann hast du es am Ende auch nicht verdient. Und man muss es auch ganz klar sagen, das ist mir jetzt egal, ob ich FC-Fan bin oder nicht, aber man muss ganz klar sagen, dass der 1. FC Köln in dieser Saison der verdienteste Absteiger ist. Union hätte es nicht so verdient wie der 1. FC Köln. Der 1. FC Köln hat es zu 100% verdient, die Fans nicht, aber die Verantwortlichen, die sich jetzt eh verpissen, immer können sie auch, tschüss, auf Wiedersehen, die manchen Spieler, die können auch gehen, ja. Ja. Mehr gibt's nicht zu sagen. Also, ich weiß auch nicht, was ich noch sagen soll, Leute. Was soll ich hier sagen? Wir haben 34 Spiele gespielt, 34 Mal habe ich meine Meinung dazu geäußert. Und 34 Mal habe ich, oder locker die Hälfte davon, habe ich doppelt wiederholt. Oder dreifach, vierfach, fünffach, sechsfach. Immer das Gleiche gesagt. Immer das Gleiche gesagt, wo Probleme sind. Immer das Gleiche gesagt, was man verbessern müsste. Immer das Gleiche gesagt, dass man kämpfen sollte. Und alles das war heute überhaupt nicht der Fall. Und ja, natürlich gehe ich mit in die zweite Liga.
Ich gehe auch mit in die dritte Liga, vierte Liga. Werde auch hier weiter YouTube machen, natürlich. Aber trotzdem ist es einfach nur enttäuschend. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, Leute. Schreibt gerne eure Meinung, eure Gefühlslage in die Kommentare. Tobt euch aus. Schreibt, was ihr wollt. Aber ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ja, so sieht es aus. Wenn euch das Video irgendwie gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt für die ersten, ja, ein, zwei, drei Wochen, nee, Wochen nicht, Tage, erstmal raus. Also wirklich ein, zwei, drei Tage. Und dann, ja, wird wieder aufgestanden. So wie es sein muss als FC-Fan. Bis dahin, macht's gut. Euer Niklas. Und ciao.